Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Valhalla. Ja, in der letzten Folge wurde uns gesagt, dass wir uns um einen Verrat kümmern sollen oder um einen potenziellen Verrat. Ja, ist ja gut, meine Süße. Und darum wollen wir uns jetzt kümmern. Eigentlich, ich wollte gerade sagen, das war doch jetzt ein Tier, ne? Eigentlich soll Faravid direkt vor uns sein, aber ich kann ihn gerade nicht sehen. Das da vorne muss Farawits Lager sein. Was meinst du denn mit da vorne? Oben, unten, links, rechts? Ich denke mal hier oben irgendwo, oder? Die werden ja nicht ihr Lager unten aufschlagen. Nee, Moment, da. Ha! Doch unten. Wieso konnte ich die nicht sehen mit der Sicht? Kalt und schmutzig. Hier bin ich richtig. Stürz dich doch ins Ginnungagap, du Bastard! Ich bin kein Hund! Und trotzdem bellst du schon wieder. Farawit! Ah, Eivor, wie schön. Gefällt dir Doncasters Gastfreundschaft? Eine Krähe, die angeflattert kommt, wenn Halfdan pfeift, kommt nicht unbedingt in Freundschaft. Ich wäre vorsichtig. Halfdan und ich haben geredet. Na und? Das ist unser Kampf, unsere Gelegenheit für Ruhm. Flieg nach Hause, Krähe! Leih mir ein Messer, Farawit. Ohne Eier werden Welpen ruhiger. Ulf, verpiss dich! Kleine Männer, große Klappe. Und, war Halfdan großzügig? Hast du bekommen, was du wolltest? Wenn ich euch im Kampf gegen die Pikten unterstütze, werden Halfdan und ich Freundschaft schließen. Also weise mir den Weg, Farawit. Die Pikten haben das Kloster überfallen und alles Gold und Silber geplündert. Die Sachsen bauen mehr Kirchen als Scheunen und füllen sie mit Mönchsherden. Ja, Klöster sind reizvolle Ziele, nicht nur für uns. Wir haben die Pikten in den Norden verfolgt. Ich kenne den Ort. Meine Leute haben Elmet vor kurzem überfallen. Ah, dann labten sie sich an den Knochen deines Festmahls. Ich bin bereit. Bringen wir sie unter die Erde. Halfdan hat dich nicht geschickt, um in diesem kleinen Scharmützel zu kämpfen. Warum bist du wirklich hier, Eivor? Er zweifelt an dir. Na gut, wir können es ja auch offen sagen und dann trotzdem herausfinden, ob es so ist oder nicht. Andererseits, ich weiß gar nicht mehr, was er gesagt hat. Er hat ja eigentlich gesagt, ich soll die untermauern, ne? Ah. Er zweifelt an deiner Loyalität. Er befürchtet, dieser Kampf läge dir nicht am Herzen. Zweifelt an meiner Loyalität? Ich kämpfe für Halfdan, töte für Halfdan, blute für Halfdan und er zweifelt an mir? Nichts, was ich sah, würde mich ihn bestätigen lassen. Aber Halfdan scheint ein vorsichtiger Mann zu sein. Vorsichtig? Er war immer auf der Hut. Doch nun hat die Angst sich fest in ihm verbissen. Zu den Waffen! Erlegen wir diese Pikten! Passt auf Hinterhalte auf! Wäre ich nur in Doncaster geblieben. Mehr Met, weniger Pikten. Für Wachdienst gibt es keinen Ruhm. Vorwärts! Die Pikten sind gleich davor. Geh voran, wir geben dir Rückendeckung. Oh, und die Eichhörnchen auch. Ich übernehme die Eichhörnchen. Janet Harper, der Name von Lord Baron Jewel! Oh, du sollst da nicht. Hallo, du solltest ausweichen. Ja, das hat ja super geklappt mit dem Ausweichen. Hallo, was war das? Dafür stirbst du. Diese Pikten sind ein verschlagenes Pack. Meister der Hinterlist. Gib auf dich acht. Ja. Ich hab das schon gemerkt. Aber ich sehe überhaupt nichts. Kann ich nur mit dir sprechen oder warum hockst du jetzt hier so komisch zu meinen Füßen?
So, er wird zu dir kommen, sobald die Fackel erhoben wird. Welche Fackel? Ach, geh bloß nicht da hoch. Komm ich hier hoch? Muss ich das von der anderen Seite machen? Und ja, lass mich hier mal eben durch. So. Wenn die hinterhältig sind, ist das deren Problem. Ich kann auch hinterhältig sein. Vorausgesetzt, ich komme an so einen mini kleinen Stein hoch. Ah. Dein Ernst, ich sehe wieder gar nichts. Oh, jetzt komme ich hier wieder nicht rum. Hat er mich jetzt gesehen oder schmeißt er das einfach nur so an der Gegend rum? Weil getroffen hat er mich ja nicht. Nein, ich habe dich als erstes gehauen, Blödmann. Ja, ich denke, das tut. Hallo. Boah, sind das Feiglinge, ey. Na komm, ich renne da jetzt einfach rein. Das ist mir zu blöd. So, wo sind die anderen? Ich sehe nichts mehr. Hallo. Einer ist noch rechts. Ist das der letzte? Jetzt bezahlst du. Anscheinend ja. Die kommen erst, wenn der letzte tot ist. Ach. Du siehst doch nicht mal, dass der hinter dem Stein ist, ey. Was ist das? Ah. Was ist denn hier entlang? Wohin? Macht ja keinen Lärm, ne? Können wir ja zwischendurch mal eben einsammeln. Das ist ein Grund, weshalb wir hier so rumschleichen. Ich dachte, wir wollen die überfallen. Wo ist denn der Riss? Entschuldigung. Wollte nochmal gucken. Ah, da sind welche drin. Tor sei Dank, wir haben es geschafft. Das war gute Kriegskunst. Diese Höhle ist ein Durchgang. So überwinden die Pekten den Berg. Ein Geschenk. Du verfolgst sie durch die Höhle. Wir gehen außen herum und schnappen alle, die entwischen wollen. Okay. Hallo? Zaubererhöhle. Ja. Folge dem Pikten durch die Höhle. Achso, da oben. Wollte gerade sagen. Das ist lustig durch die Höhlen, aber wo? Ich kann mich hier aber nirgendwo dran hangeln, oder? Das reicht, okay. Frage ist nur. Na? Ich komme nicht hoch. Das habe ich mir schon fast gedacht. Das heißt, ich muss auf den Vorsprung.
Okay. Es ist immer so mühselig zu warten, bis man da den Stick reingedrückt hat. Das sieht geil aus, aber das sieht mir irgendwie so nach einer Falle aus. Da kommen wir nicht hoch. Da kämen wir wahrscheinlich hoch. Bringt uns das irgendwas, wenn wir hier hochgehen? Sagen wir es mal so. Theoretisch kämen wir auf den Baum, aber was uns das bringt, weiß ich noch nicht so genau. Falls uns das was bringt, doch, da kommen wir hoch. Na, du sollst da hoch. Die Frage ist, sind die da tatsächlich entlang oder sind die unten? Nee, hier unten geht's gar nicht entlang, ne? Also. Okay. Also? Sprich dich aus, Ava. Jedenfalls sind die sehr wendig, ne, die Pikten. Das haben wir schon festgestellt. Das war, glaube ich, jetzt nicht so clever. Moment. Hallo, du sollst da hoch. So. Da hinten ist was, aber so weit können wir nicht springen. Können wir da irgendwie entlang hangeln? Das ist die Frage. Offenbar nicht. Sie möchte zumindest nicht da hochspringen. Aber wie soll ich da hochkommen? Oder muss ich da hinten hochklettern? Geht das? Geht das? Geht. Ja. Du sollst einfach nur darüber. Mehr sollst du gar nicht machen. Okay. Oh, diese Kameraperspektive, ne? Muss ich da jetzt durchspringen? Oh, okay. Nein? Ja? Ja? Kannst du dich da auch runterlassen? Ja? Ja? Fast? Wieso geht die da nicht durch? Hallo? Jetzt aber. Man kann drücken, was man will. Aber irgendwann macht es dann auch mal. Das ist zumindest schon mal etwas. Okay. Drudenfluch. Dieser Fluch befalle alle, die auf mich spuckten. Deine Knochen werden Stein und dein Hunger bricht nie ein. Dein Herz verknöchert sehr und dein Blut, es fließt ins Meer. Bis die Hörner am letzten Tag erschallen, bist vom Fluch du nun befallen. Ja. Gute, gottesfürchtige Orte zu überfallen. Ich sollte zu Hause schmausen, statt hier auf der falschen Seite der Mauer herumzulungern. Halt's Maul! Hallo! Wenn wir uns mit unseren Freunden, dann schmausen wir die Könige! Denk nur! Piktische Anweisungen. Nehmt aus Stehenwege mit, was ihr ertragen könnt. Diesen Winter führen wir Krieg. Doch werden wir im Kampf gegen die Dänen nicht alleine sein. Jemand unterstützt die Pikten bei ihrem Kampf. Nur wer? Ja, und ich habe gerade irgendwie gedacht im ersten Moment, dass das meine Freunde sind, weil die grün markiert waren. Oh. Dann auf einmal haben sie mich angegriffen. Dann habe ich nicht mehr auf Attentat gedrückt. Okay, sie springt dann nicht hoch. Frage ist, sollte sie das? Da oben ist wahrscheinlich nichts, oder? Dieser Stick, ne? Ja, aber ich glaube, da ist nichts mehr. Aber hier scheinen die anderen zu sein.
Die Pikten sprachen von Stenwege, ihrem Lager. Das ist im Norden. Dort ist vielleicht ihr Anführer. Dänen, weg! Haltet sie auf, bevor sie Stenwege erreichen. Sie haben uns entdeckt. Lauf voran! Oh, halt. Schneller! Hier war gerade was. Blutiger Sack Scheiße! Töte die Speer. Aber ich sehe noch keine Speer. Ups. Hä, wo sind die denn jetzt? Da! Oh, wie soll ich das denn schaffen? Ich bin so viel langsamer. Nein! So geht's auch. Na gut, laufen wir noch ein Stückchen. Ich weiß nicht, ob man hier reiten kann. Könnte ich eigentlich mal ausprobieren. Bist du bereit? Pikten südlich der Mauer. Das gefällt mir nicht. Verdammt, entkommen! Sammeln wir uns bei Stenwege. Wir müssen neu planen. Wie entkommen? Da sind sie doch. Entschuldigung, wenn ich irgendjemanden treffe, der gut ist. Sammeln wir uns bei Stenwege. Wir müssen neu planen. Okay. Waren das jetzt nicht alle? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Wo sind wir denn? Wie weit ist das denn entfernt? Ist das nicht hier? Doch. Oder? Also er ist hier. Er wird mir hier angezeigt. Die Frage ist jetzt nur, wo laufen die jetzt hin? Also ich laufe denen jetzt mal eine Weile hinterher. Keine Ahnung. Ich habe jetzt keinen richtigen Zielort. Ich soll eigentlich nur mit dem mitlaufen. Wir sehen uns dann gleich, wenn wir in Stenwege angekommen sind. Bis gleich. Kommst du mal? Die Pikten gehen im Winter nicht oft auf Raubzug. Die Pikten werden auf der Hut sein. Seid vorsichtig. Die Hornissen haben uns zu ihrem Nest geführt. Da oben ist mehr als nur ein Anführer. Sieht wie das Kriegslager eines Heeres aus. Aber würden die Pikten es wagen, im Winter anzugreifen? Halftan zufolge nicht. Und die Pikten könnten das zu ihrem Vorteil nutzen. Finden wir es heraus. Okay, der Typ hat einen Schlüssel. Och, immer diese blöden Dinger hier mitten im Weg. Warum führen die Pikten im Winter Krieg? Sie müssen einen Grund haben. Etwas, wofür es sich lohnt. Finn und töte den Anführer der Pikten. Ja, Die bewegen sich so gar nicht, ne? Normalerweise würde ich sagen, ich stürme da jetzt einfach rein. Was vermutlich nicht so clever ist. Es kommt aber auch keiner. Na komm. Von denen wird aber jetzt wahrscheinlich keiner kommen. Ich muss mich in Acht nehmen. Na, kommst du auch?
ja, so liebe ich es, alles auseinanderzunehmen. Die anderen sind alle drin, ne? Na komm. Ich höre das Paketchen. Komm, noch ein Stückchen. Sehr schön. Mach dir keine Gedanken darum, dass deine Kumpels alle nicht wiedergekommen sind. Komm einfach. Na? Ja, fein. Komm, noch ein bisschen. Komm. Komm her. Lass dich nicht von so einem blöden Baumstumpf da abhalten. Komm einfach her. So ist brav. So, jetzt ist die große Frage. Und nun zum Häuptling der Pikten. Kommt aber keiner, wenn ich hier pfeife, oder? Kann man denn unten drunter? Weil sie hat ja auch so gesagt, ich muss mich in Acht nehmen und so. Kommt aber auch so keiner, ne? Ach, das ist doch doof. Gut, wir könnten theoretisch da rum, aber ich glaube, das bringt uns nichts. Hallo, ich sehe hier nichts. Kannst du einfach mal da stehen, wo ich dich sehen kann? Ist das dein Ernst? Wo ist der denn jetzt? Das ist da oben. Ach, ihr könnt mich doch jetzt alle mal. Hier ist auf jeden Fall der Schlüssel. Den nehmen wir mit. Wo ist der Anführer? So. Nee, da geht's. Da sind noch ganz viele andere. Muss man vielleicht hier hoch? Da steht er. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Da ist noch ein Schlüssel. Okay, es war doch kein gutes Zeichen. Er steht einfach nur hier. Wieso? Worauf schießt der bitte? Keine Ahnung, worauf der schießt. Und das. Ich töte dich. Da ist das Ausrufezeichen. Ich habe keine Ahnung. Ich laufe da jetzt einfach rein. Es ist mir jetzt egal. Streng dich mal an. Gleich bist du tot. Nicht mit mir! Hallo, ich hatte die gerade wieder belebt.
ist denn jetzt der Typ? Schon wieder einer. Leute, ihr könnt nicht immer hier lange Beine machen. Hab Dank. Ja, ja. Komm, tu mal was für dein Geld. Da hinten ist noch einer mit Schlüssel. Es geht weiter. Kamikaze. Hallo. Nein, nein, jetzt lauf! Mann! Du sollst nicht da oben wie blöd draufstehen, du sollst rollen. Aber die rollt nicht. Die weicht zwar aus, aber sie rollt nicht. Oh Gott. Moment. Schlüssel. Schlüssel. Da ist der Eingang, oder? Ne, hier ist der Eingang, glaube ich, oder? Ja. Willst du dich zu den Gefallenen gesellen? Leute, seid simpel. Kämpft simpel und sterbt simpel. Hallo, hau ihn doch mal. Du bist auf der falschen Seite des Riesenwalds, mein Freund. Bist du gekommen, um im Winter Krieg zu... Du Narr! Vielleicht hat er geredet. Wir haben, wofür wir herkamen. Ist das fränkischer Wein? Ich nehme ein paar Fässer. Und das Silber dort. Ulf, das ist Halfdans Anteil. Eivor, gerade rechtzeitig, um die Beute aufzuteilen. Nimm dir Met, wenn du magst. Die Pikten sind in Margon. Die Karte macht das deutlich. Ah, das Wolfsmal liest also. Das ist Zeder. Düstere Magie, von der ich mich fernhalte. Alles hat seine Zeit. Erst Schätze und Beute und später die Pikten. Du hast es dir verdient. Es sollte uns gehören. Wir haben die Arbeit gemacht. Die ganze. Während Halfdan seinen Pimmel in einem Sachsenschloss warm gehalten hat. Schlag doch dieses Fass an und wir kosten. Wir feiern. Zusammen. Tut mir leid, Eivor. Das ist Halfdans Teil. Das verstehst du doch. Hm. Ja. Ich will es nicht zweimal sagen. Mach den Wein auf und trink mit mir. Wenn es sein muss, trinken wir was von dem stinkenden Wein. Ein bisschen sauer, aber nicht schlecht. Ich war immer eher für Ale zu haben. Oder gewürzten Met. Was ich nicht trinke, sind Moiras Kräutergebräue. Sie behauptet, es wären Stärkungstränke, aber keiner weiß, was sie darin versteckt. Moira. Ich habe sie auf dem Fest getroffen. Sie ist eine Kräuterkundige aus dem Norden. Schleicht immer im Schatten von Halfdans Thron herum. Der Thron ist groß. Schleicht ihr nicht alle gelegentlich um ihn herum? Verstehe. Weil Halfdan mich für treulos hält, vertraust du mir nicht. Hat unser Schlachtenband mir nichts bei dir eingebracht, Eivor?
Zweifel ist ein zu starkes Wort. Aber es gibt ein Gefühl des Misstrauens. Ich will, dass dieses Bündnis fest wie Eisen ist. Dann lass mich deine Meinung ändern. Ich habe einen Plan, wie wir diesen Krieg endgültig gewinnen, ehe der Winter da ist. Margon ist ein starkes Kastell. Aber wir greifen aus dem Süden an. Wenn wir schnell sind, überraschen wir sie. Mit Halfdans Segen würde ich überall neben dir kämpfen. Sag mir, wo und wann. Nein, Halfdan kämpft nicht im Winter. Für ihn ist das Wagnis zu groß. Doch ich sage, wir können diesen Krieg vor dem nächsten Schnee gewinnen. Wenn wir ihm von diesem Plan erzählen, wird er ablehnen. Doch wenn wir Erfolg haben, du und ich, wird er uns umso lauter preisen. Ich hasse sowas. Ich meine, mit ihm war ich schon in der Schlacht. Andererseits, ich brauche dieses Bündnis halt, ne? Aber ich... Dein Geheimnis ist sicher. Ja, aber wenn was schief läuft, dann stehen wir doof da. Was heißt denn, lass die Götter entscheiden? Will die deine Münze werfen? Oder heißt das so viel wie, lass die Götter entscheiden, wenn wir nicht im Winter angreifen, schaffen wir es trotzdem? Oder... Ich kämpfe mit dir, Faravid. Aber ich werde Halfdan nicht anlügen, wenn er fragt. Wenn du es ihm erzählst, wird er verlangen, dass wir unserem Angriff abschwören. Willst du solch einen Sieg aufs Spiel setzen? Den Ruhm? Wenn ich es ihm erzähle, wird er wissen, was wir vorhaben. Dennoch kämpfen wir, seiner Wut zum Trotz. Recht ist recht. Ich muss für eine Weile nach Doncaster zurück. Aber ich werde mich dieser Schlacht anschließen. Übergib diesen Kelch meinem Jarl. Er schätzt sie sehr. Und sag ihm, sein Anteil an der Beute folgt. Wenn du bereit bist, komm zu mir im Heidelager, nahe Jofovik. Halfdans Anteil schrumpft Endlich nach jedem Sieg. Ja. Was? Das habe ich jetzt mal überhört. Ja, trotz dass Madame hier mal wieder nicht so ganz fähig war, die Gegner zu treffen. Gut, zwei, drei Mal habe ich auch auf die eigenen Leute versucht einzuschlagen. Es ist halt blöd, du kannst den Gegner nicht so richtig unterscheiden, wenn die fast die gleichen Klamotten anhaben. Würde ich trotzdem sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen. Und dass wir dann in der nächsten Folge Halfdan Bescheid geben, was wir bisher so miterlebt haben. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Und falls du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren.